Hallo liebe Camper, hier haben wir einen Nissmann und Bischof, der kriegt sehr viel Solarkummer. Man kann das schon sehen, hier eins, zwei, drei, geht auf der anderen Seite weiter. Ich glaube sechs Platten sind 720 Watt Solar. Ladebooster, Lithium-Akku, voll, wie immer voll. Ich weiß nicht, wir können mal schauen, wie weit die Jungs hier sind. Hier, das war vorher das Himmel drin. Stefan macht hier alles fertig. Hallihallo. Ja, hier unten ist jetzt... Was hat er gekriegt? Zwei Blöcke? Vier. Vier? Vier Blöcke. Vier? Fünf Platten Solar. Da habe ich ja gerade gesagt. Und Batteriecomputer. Gut. Und okay. Hauptschalter, ganz wichtig. Ein Charisma steht hier und ein Charisma steht hier vorne. Ich habe ja gesagt, schönes Auto. Richtig geiles Auto. Die Kamera hat er schon von uns. Hat sehr, sehr viel Zeug gekriegt. Das ganze Auto kriegt unter Bodenbeleuchtung. So, die hier. Ja. Ich mache natürlich das, was der Kunde will. Ob der ein oder andere jetzt sagt, muss man da haben. Ja, müsst ihr Kunde fragen. Der Kunde hat auch eine sehr große Fanfare drin. Hier so ein Riesenteil. Ja, kriegt auch wieder sehr, sehr viel Zeug. Aber Charisma ist ein schönes Auto. Da muss ich schon wirklich sagen. Wie sieht es denn hier aus? Der Kastenwagen ist schon draußen. Ja, da haben wir wieder zwei riesengroße Liner. Wieder zwei. Und morgen machen wir auch einen Kastenwagen. Einen Knaus Boxcar. Der kriegt auch volles Programm. Ja, das wird im Augenblick so viel. Jetzt ist es so. Die Stellplätze sind alle überlastet mit Steckdosen. Die Leute wollen Strom haben. Jetzt muss man ein bisschen Solar drauf machen. Ne? Das heißt nicht, dass einer 10 Lithium-Akku braucht und 20 Solarplatten. Der Boxer, den wir morgen machen, kriegt ein 180er Lithium und zweimal 120 Watt Solar. Der ist auch Tag pur. Der hat nichts drin. Der kann eine Klimaanlage betreiben, was auch nicht geht mit dem Akku. Das haben wir ja gestern durch. Auf diese Liner, so einen Liner vernünftig runterzukühlen, da sind die Hersteller gefragt oder der Kunde selber, zwei Klimaanlagen. Gehe ich auch nicht von ab. So ein Auto braucht zwei Klimaanlagen. Eine hinten, eine vorne. Oder er sagt sich vorne brauche ich, der Schlafbereich ist mir wichtig, dann natürlich hinten. Ja? Aber sonst müssen zwei Klimaanlagen drauf. Das kriegst du nicht runtergekühlt, so ein Fahrzeug. Weil die Sonne drauf steht, da haben wir 70, 80 Grad. Ne? Ja, so sieht es wieder aus. Ne? Das ist voll 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 Platten. 9 Platten. Also der hat drauf 900, 1000, ganz viel. Ja, ganz viel. Beim Rechnen habe ich in der Schule immer frei gehabt. Du auch, Christian? Ich wusste nie, wann er anfängt. Sind 1080 Watt Solar, aber der geht heftig. 800 Ampelstunden Lithium. Da läuft auch die Klimaanlage. Das haben wir hier schon getestet. Das war damals für uns eine Aufgabenstellung, dass so ab abends halb elf, zwischen 10 und 11, sage ich jetzt mal, die Klimaanlage mindestens bis 5 Uhr morgens läuft. Kein Problem. Es funktioniert. Und ja, wie gesagt, 200 Amperestunden Klimaanlage runterkühlt. Leiner braucht zwei Klimaanlagen, da stehe ich zu. Alles andere morgens. Ja, gut, unsere Süßigkeiten haben wir auch schon wieder gezeigt. Wenn euch das gefallen hat, morgen kommt das nächste. Abonnieren, Daumen hoch.